Vom Boden bis an die Decke stapeln sich hier die Gewürze, Kräuter, Grün- und Schwarztees. Alles hausgemacht. Als gute Gewürzhändlerin will Ulrike Anger ihre Bezugsquelle nicht preisgeben. So viel sei verraten, die Rohstoffe kommen oft aus kleinbäuerlichen Genossenschaften. Zu den klassischen Gewürzen für die Advents- und Weihnachtszeit zählen einige. Also die klassischen Gewürze sind natürlich Zimt, sie sind Kardamom, Pfeffer, Piment, Anis, Vanille nicht zu vergessen, Mandeln darf man nicht vergessen, es sind Orangen, es sind die Früchte, Nelken, Muskat, Muskatblüte vor allem auch. Und alles, die Ingwer darf man, Ingwer ist auch eine ganz lichtspendende Pflanze, Safran. Das Stichwort ist schon gefallen, aufs Licht kommt es an. Und alle diese Pflanzen helfen uns während der Winterzeit Licht in unsere Seele zu bekommen. Dieser Geruch dieser Gewürze regt das limbische System an und wir fühlen uns automatisch geborgen und wohl. Wir erinnern uns an unsere Kindheit, an eine duftende Küche, an Lebkuchen, an Weihnachten. Das sind automatisch Erinnerungen, die dort kommen. Nicht zuletzt tragen sie aber auch dazu bei, dass wir uns gesund erhalten in einer dunklen Jahreszeit, weil sie wirklich Licht in unsere Seele bringen durch die Wärme auch. Und, und wir fühlen uns einfach wohler und es ist einfach schön. Diesen Wohlfühleffekt haben wir allerdings einer nicht so schönen Sache zu verdanken. Gewürze sind schon in vorchristlicher Zeit, in der Antike schon verwendet worden. Sie kamen zu uns übers alte Rom. Alexander der Große ist mit auf seinen Kriegszügen bis nach Vorderindien gestoßen, in das südliche Indien hinein und hat viele Gewürze dort auch mitgebracht. Also die Zeit dieser Kriegszüge war auch immer eine Zeit, in der ganz viel zu uns gekommen ist. Die Weisen aus dem Morgenland, sie brachten Gold, sie brachten Myrrhe, sie brachten Weihrauch, sie brachten wertvolle Gewürze und sie brachten vor allem auch das Wissen darum, um den Anbau und um diese Verwendung. Im Mittelalter, der Hochzeit des Christentums, als viele Abteien entstanden und Kreuzzüge geführt wurden, fanden die Gewürze dann auch bei uns Verwendung. Vorrangig vom hohen Adel und vom Klerus, sie waren sehr, sehr teuer, die Seewege waren gefährlich, die ganzen Handelswege waren unglaublich problematisch. Man wusste nie, ob diese wertvolle Fracht hier unbedingt ankommt und sie wurden während der Weihnachtszeit verwendet. Und es wurde christliche Symbolik mit hineingebacken, zum Beispiel der Stollen war ein Zeichen für das gewickelte Christuskind. Sterne wurden gemacht, Lebkuchen, Pfefferkuchen, sowas ist dort entstanden, stand natürlich nicht dem einfachen Bauernvolk zur Verfügung, dafür war das Geld nicht da, aber es war dem Adel vorbehalten. Die Benediktinerin Hildegard von Bingen, eine bekannte Vertreterin der Kräuterkunde. Damals noch nicht bekannt, die Tonkabohne. Leider gibt es kein Geruchsfernsehen, sonst würden Sie jetzt erkennen, dass der Geruch hier zwischen Marzipan und Vanille liegt. Das ist jetzt zum Beispiel eins der trendigen Gewürze, die jetzt neu dazugekommen sind. Ansonsten sind die Klassiker immer noch sehr, sehr beliebt und es gibt auch keinen Grund, sie auszutauschen, weil sie wirklich in diese Küche auch ganz wunderbar mit hineinpassen. Und es gibt wiederentdeckte Gewürze. Piment beispielsweise, auch der Nelkenpfeffer. Kommt wieder eher in Mode. Man besinnt sich eher wieder zurück auf diese alten klassischen Gewürze. Pfeffer wurde im alten Rom mit Gold aufgewogen. Für Alexander den Großen war die magenfreundliche Pflanze Kardamom die Königin der Gewürze. Und Safran macht nicht nur den Kuchen gel, also gelb, sondern ist auch als Tee genossen ein wärmender Stimmungsaufheller. Lebkuchengewürze sind natürlich Glühweingewürze. Haben auch ihre Tradition noch in dieser Zeit, eben wo man nicht so gut geheizt hat, wo man mehr frieren musste. Wir können uns das vielleicht heute so gar nicht mehr vorstellen, aber es war nicht immer alles gut geheizt. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass wirklich nur die gute Stube am Sonntag geheizt war und es gab sonst noch einen kleinen Ofen in der Küche und man fror eigentlich relativ viel. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch auf den Mittelalter zurückbeziehen, wo man das kann man, glaube ich, in Landshut relativ gut illusionieren, wenn man sich dann vorstellt, man kam wirklich von draußen mit schlechter Bekleidung, mit kalten Füßen nach Hause und es stand ein wunderbarer Glühwein, ein Würzwein da mit wärmenden Gewürzen, dass der wirklich gut in die Glieder gefahren ist und dass man das natürlich dann auch brauchte. Die Wärme des Sommers in den Winter holen, Luxus des Lebens, sich den Wert wieder bewusst machen, den eine tropische Pflanze hat, die per Hand gepflückt werden muss und dafür sorgen soll, dass der Bauer seine Kinder in die Schule schicken kann. So schön, wie es Ulrike Anger formuliert, ist die Geschichte der Gewürze gar nicht so weit von der Weihnachtsgeschichte entfernt.